Osterzeit ist Friedenszeit. Müssen dennoch deutsche Soldatinnen und Soldaten als Bodentruppen in die Ukraine ziehen, um dort in dem Krieg mitzumachen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, Sie wissen, rentenbescheid24.de beschäftigt sich im Wesentlichen um das Thema gesetzliche Rente, auch um Fragenwechsel aus der privaten Krankenversicherung in die gesetzliche Krankenversicherung und angrenzende Themen im Bereich des gesetzlichen Krankenversicherungsrechts. Aber ich persönlich, Rentenberater Peter Knöppel, habe natürlich auch politische Ansichten, die ich auch manchmal gerne veröffentliche. Und ich habe auch zum Thema Ukraine-Krieg eine ganz klare Meinung. Und was mich aktuell sehr umtreibt, ist wirklich die große Sorge, ob Deutschland aufgrund von Stellungnahmen der aktuellen Politik, aufgrund von Forderungen von einzelnen Bundestagsabgeordneten nach und nach als Kriegspartei in diesen Krieg, die kriegerische Auseinandersetzung zwischen der Ukraine und Russland mit einbezogen wird und ob wir nicht irgendwann mal Bodentruppen in die Ukraine, senden. Meine Damen und Herren, warum habe ich die Sorge? Und zwar hat der wissenschaftliche Dienst des Bundestages, ich zeige Ihnen das gleich, unter dem Hintergrund des Statements des französischen Präsidenten Emmanuel Macron mal die Völkerrechtslage geklärt zu der Frage, ob die Entsendung von Truppen eines NATO-Mitgliedstaates dazu führen, ob die gesamte NATO Kriegspartei wird oder nur das einzelne NATO-Mitgliedsland, was die Truppen dahin versendet. Hintergrund der ganzen Geschichte ist folgendes: Emmanuel Macron hat vor ein paar Wochen gesagt, heute ist im Übrigen der 30. März 2024, Ostersamstag. Und der hat da gesagt, wenn das hier nicht aufhört, also ich übersetze das einfach mal, wenn das hier nicht bald aufhört, dann können wir uns vorstellen, französische Truppen dorthin zu schicken. Wir sind also locker mal in der Lage, so haben das französische Generäle gesagt, wir sind noch mal ganz locker in der Lage, 30.000 Mann, also Divisionsstärke, innerhalb von wenigen Tagen dort aufzubauen und dann in die Ukraine zu schicken. Na prima. Das war sozusagen das Fass, was die ganze Geschichte zum Überlaufen gebracht hat, wo ich mir dann gedacht habe, ey Leute, geht's vielleicht noch? Ja? So. Aber naja. So, die Grundstimmung in der deutschen Bevölkerung ist so, dass wir diesen Ukraine-Krieg gar nicht mehr wollen. Viele von uns haben ihn überhaupt nicht gewollt. Ganz klar. Wir wissen auch, dass der Einmarsch, also zumindest ich weiß das, ich habe das auch so im Gefühl, dass der Einmarsch der russischen Truppen und der Befehl von Putin, dass das ein Kriegsverbrechen war, dass dort viele schlimme Dinge passiert sind. Unerklärbares Leid und Elend. Viele Frauen, Kinder sind ermordet worden. Auf beiden Seiten gibt es jeden Tag Mord und Totschlag. Man kann es wirklich nur so sagen. Unendliche Zerstörung. All das wissen wir. Krieg ist eben, sagen wir mal, die zerstörerische Fortführung einer Politik nur mit anderen Mitteln. So ähnlich hat es ja von Clausewitz auch gesagt. Jetzt kommen noch deutsche Politiker und fordern, dass wir Taurus dahin liefern und dass die Waffenlieferungen weitergehen müssen und, und. Wenn wir das fordern, dann sind wir doch gar nicht mehr so weit, dann auch zu denken und zu fordern, ja, dann können wir doch dort auch Truppen hin versenden. Wir wissen zum Beispiel heute noch gar nicht, ob wir nicht vielleicht schon Truppen da haben, ob nicht zum Teil schon deutsche Ausbilder vor Ort in der Ukraine sind. Das wissen wir alles nicht. Ich kann nur hoffen, dass es so nicht ist. Ich bin auch kein Verschwörungstheoretiker, sondern ich sage schlicht und ergreifend, ich kann es vermuten. Mich würde es nicht wundern, wenn es so wäre, meine Damen und Herren. Aber all denjenigen, auch im Bundestag,
die das fordern, kann ich nur ins Gesicht sagen, passt auf. Ihr wascht dann eure Hände in Blut, nämlich in deutschem Blut. Wenn unsere Söhne und Töchter vor Ort dann dort sterben, seid ihr schuld daran, an den Tod dieser Menschen. Dann möchte ich nicht mehr in eure Haut stecken, die das entschieden haben. Und gerade in Ostdeutschland, gerade die Ostdeutschen, ich bin ein Ostdeutscher, ich fühle auch so, meine Damen und Herren, wir haben eine historische Vergangenheit, die hängt damit zusammen, dass russische Truppen nach dem Zweiten Weltkrieg bei uns hier stationiert waren. Und wir sind mit diesen Leuten groß geworden. Und ich sage das nicht despektierlich, sondern ich sage das respektierlich, weil die russischen Truppen nämlich für Frieden gesorgt haben in Europa. Denn wie Sie alle wissen, waren wir ja zwei geteilte Systeme. Ost und West. Und dazwischen und da drinnen war Ostdeutschland und Westdeutschland mit der Grenze. So, meine Damen und Herren. Und wir vergessen alle wahrscheinlich viel zu schnell, welchen Blutzoll das russische Volk im Zweiten Weltkrieg gezahlt hat für unsere Freiheit. Auch für die Freiheit im Westen, meine Damen und Herren. Und das vergessen Leute wie Robert Habeck, Baerbock und Scholz. Fürchterlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Fürchterlich. Das ist die eine Wahrheit, die historische Wahrheit, die wir leider immer im Blick haben müssen, dass wir uns als Deutsche aus kriegerischen Auseinandersetzungen rauszuhalten haben. Aus historischer Verantwortung heraus. Wir dürfen nicht in der Ukraine Krieg spielen. Das bedeutet auch, so leid es mir auch für die Ukraine tut, Waffenlieferungen in die Ukraine müssen beendet werden. Das Ergebnis ist doch jetzt bekannt. Tod und Elend, jeden Tag. Jeden Tag sterben dort hunderte Menschen, wenn nicht sogar tausende Menschen, auf dem Schlachtfeld auf beiden Seiten. Die Wahrheiten erfahren wir nicht. Vielleicht wollen wir es auch gar nicht wissen. Aber wir ahnen, was dort los ist. Dass sich die Leichen auf den Schlachtfeldern dort stapeln, meine Damen und Herren. Und natürlich ist es nicht in Ordnung, was Putin gemacht hat. Und natürlich ist es nicht in Ordnung, dass er sich die Ukraine einverleiben will. Das ist alles klar. Und die Ukraine hat auch das Recht zur Selbstverteidigung. Aber bitte schön nicht auf Kosten des deutschen Staates, meine Damen und Herren. Das geht einfach zu weit. Wir müssen uns hier aus der Sache raushalten. Auch wenn es dem Herrn Melnyk nicht gefällt, der ja Herrn Mützenich als widerlichsten deutschen Politiker aller Zeiten bezeichnet hat. Im Übrigen, Herr Melnyk, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, Sie sind der widerlichste ukrainische Politiker aller Zeiten. Vielleicht sollten Sie sich vielleicht mal hinstellen und sich die Frage gefallen lassen, welcher politischen Strömung Sie eigentlich nachgehen, Herr Melnyk. Könnte es vielleicht sein, dass Sie ein Banderarist sind? Wir wissen es nicht. Aber in Ihrem Kopf möchte ich nicht drinstecken, dass Sie unsere Politiker dafür beleidigen, dass die einen Vorschlag haben, dass der Krieg beendet werden soll. Glauben Sie alle in der Ukraine im Ernst, dass Sie aktuell in der aktuellen Situation den Krieg noch gewinnen können? Dass Sie den Status quo, der seit 2014 existiert im Donbass und im Donetsk-Becken, wieder rückgängig machen können, indem Sie dort Land gewinnen? Glauben Sie das wirklich? Meine Damen und Herren, wir wollen Frieden haben. Und das wäre vielleicht auch eine vernünftige Lösung, zu sagen, ja, man separiert praktisch diese Gebiete, die Krim ist sowieso weg. Und man kommt dann trotzdem zum Frieden, dass irgendwann mal die Vision bestehen könnte, dass ukrainische und russische Kinder miteinander spielen, dass sie gemeinsam in Kindergärten gehen, dass gemeinsam Kultur und Sprachgut dort betrieben wird, im Austausch, dass Wirtschaft floriert, dass der Aufbau vorangeht, dass die Menschen wieder in Glück und Frieden dort leben können. Meine Damen und Herren, ich möchte keinen Krieg in der Ukraine mehr haben. Ich bin es leid, jeden Tag zu hören, wie viele Menschen dort gestorben sind, wie viele Bomben gefallen sind, wie viel Not und Elend dort eingetreten ist. Ich bin es schlicht und ergreifend leid. Und ich bin es auch leid, dass der deutsche Steuerzahler in die Haftung dafür genommen wird und dass wir dafür zahlen müssen. Und ich bin es auch leid, eine Bundesregierung zu haben, die das auch noch fördert, meine Damen und Herren. Und zwar unter dem Duktus der sogenannten Freiheit
des Kampfes der Ukraine um ihre Freiheit. Meine Damen und Herren, das muss alles aufhören. Der Krieg kann so nicht gewonnen werden. Und wenn ein Krieg nicht gewonnen werden kann, dann muss er eben auch mit Verhandlungen enden. So einfach ist die ganze Geschichte. Bitte denken Sie daran, im Zweiten Weltkrieg war es eine andere Situation. Dort haben die Deutschen schlicht und ergreifend aufgrund der erdrückenden Übermacht der Roten Armee den Krieg verloren. Und zwar, weil wir einfach keine Chance mehr hatten und weil die Russen uns, die Russen, die Engländer, die Amerikaner und so weiter in die Knie gezwungen haben. Und zu Recht war das halt. Meine Damen und Herren, ich wünsche mir für Ostern Frieden, Freiheit, Glück für alle Menschen auf dieser Erde, auch für die ukrainischen Menschen. Und ich glaube, dass viele Ukrainerinnen und Ukrainer auch den Kanal voll von diesem Krieg haben. Meine Damen und Herren, bleiben Sie mir bitte gewogen auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute, eine osterstarke Zeit. Feiern Sie mit Ihren Familien, gehen Sie meinetwegen gerne auch in die Kirche, beten Sie vielleicht für den Frieden in der Ukraine. Ich würde mich freuen, wenn wir dort bald endlich Frieden haben. Ciao.